So, also herzlich willkommen nochmal ganz offiziell jetzt. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier heute wieder dabei seid in unserem ja anfänglichen Tool. Hoffen wir, dass alles schön gut klappt. Heute Nachmittag hat super geklappt. Und ja, man hat mich einfach gebeten, hier mit wieder zu arbeiten, einfach aus dem Grunde, weil viele, die nicht so informiert sind, die nicht in unseren Gruppen angebunden sind, einfach keine Möglichkeit hatten, auf dieses Tool zurückzugreifen. Und so habe ich gesagt, okay, ich probiere es nochmal, wenn nicht, werden wir eine andere Lösung finden. Wer mich noch nicht kennt, es werden die wenigsten hier sein, mein Name ist Rosemarie Kirner, ich bin natürlich nicht aus Austria, aber ich bin einfach für Austria verantwortlich und muss mich immer so anmelden. Ich komme aus Old Germany und zwar aus dem wunderschönen Bavaria aus Bayern. So bin schon seit 2016 ganz begeisterter Investor und habe mich einfach entschlossen, Unitsky bei der Information nach außen zu unterstützen und dieses Projekt mit meiner ganzen Leidenschaft eben zu unterstützen. Hallo Silvia. So, was darf ich euch heute erzählen? Natürlich wieder die Neuigkeiten über die ganz neue innovative Transporttechnologie der Zukunft. Ich habe auch vor, hier vielleicht in der Zukunft ein paar Änderungen durchzuführen. Das heißt, dass wir vielleicht nur einmal im Monat die komplette Präsentation machen und dann vielleicht nur mal die News, eventuell mal dann im Backoffice eine verkürzte oder die einfache Version einspielen zu lassen. Muss ich mal sehen, wie es funktioniert. Aber heute noch mal in voller Länge und mit voller Power, das kann ich euch schon mal versprechen. Um was geht's? Den ersten Teil werde ich relativ schnell abhandeln, weil viele ja nicht neu sind und das schon mehrfach gehört haben. Trotzdem ist es wichtig, einfach das Ganze zu verinnerlichen, gerade wenn wir auch anderen Menschen davon erzählen wollen, weil Unitsky braucht die Unterstützung und wer helfen möchte, der ist herzlich dazu eingeladen. Also ich erzähle euch was über Unitsky, den Gründer, die ganzen Patente und Auszeichnungen, die ja mittlerweile schon Ausmaße annehmen. Dann was ist Skyway? Warum ist diese Technologie so interessant? Wo liegen die Vorteile? Dann erkläre ich euch noch ein bisschen was über die Technologie, natürlich nicht so ausgereift, wie wenn der Stanislav das macht. Das ist ja auch sein Beruf, viel interessanter und es interessiert auch nicht jeden so ins Detail. Die Anwendungsgebiete, vor allen Dingen die Anwendungsgebiete, die jetzt die Schwerpunkte sind in der Anfangszeit, den Öko-Technopark, der jetzt über Crowdfunding finanziert wird, dazu mehr, wie wird es vermarktet, die Unterstützer ganz kurz, Projekte, Verträge, auch nur noch ganz kurz, Zertifizierung ganz kurz, aber die aktuellen News, die wollen wir uns natürlich richtig vornehmen. Und ich kann euch eins versprechen, es ist heute schon einiges Interessantes, aber die nächsten Wochen werden wahrscheinlich hier die Bomben platzen. Haben wir ein bisschen Geduld, wird ungefähr Mitte April werden, aber dann wird die Bombe einschlagen. So viel, glaube ich, kann ich euch schon versprechen. So, wer ist er? Unitsky, Erfinder, Wissenschaftler, Ingenieur und Visionär, hat einige Bücher schon geschrieben, in der Hand hält er sein Buch über Spaceway, seine Ursprungsidee. Er kommt ja aus dem Transportwesen und aus der Kosmonautik, Astronautik und ist auch Mitglied des Bundesverbands der UdSSR Astronautik. Und er ist aber zudem noch Mitglied der Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das spürt man auch, denn Skyway ist ja nicht nur eine Transporttechnologie, das wissen wir ja mittlerweile, sondern das ist ein ganzes Konzept. Und in diesem Konzept ist die Natur extremst mit eingebunden, zum Beispiel in seinen kommenden Ökohäusern, in den Hochhäusern, die bepflanzt sind und so weiter, werden wir dann ja nochmal sehen. Und er ist natürlich der Erfinder und Chefingenieur von Skyway, dieser hochinteressanten Stringtransporttechnologie und von seiner weiteren Vision natürlich, die auch schon im Hintergrund mitarbeitet an Spaceway. So, ja, wie schon gesagt, es gibt mittlerweile viele, viele Patente und Auszeichnungen begonnen mit der Anerkennung von Russland als innovative und einsatzbereite Technologie wichtig, um einfach Fördergelder von den öffentlichen Behörden zu bekommen. Zahlreiche Auszeichnungen und Patente für seine Technologie, dann auch für die ganzen Fahrzeuge mittlerweile von
x Ländern, Europa, China, Japan und Australien, was weiß ich, was noch alles ist, dann hat er schon Compliance-Zertifikate vom Ministerium für Architektur. Das ist wichtig, damit er seine Bauten und alles selbst machen kann und hier nicht Subunternehmen braucht. Dann ganz, ganz hoch wichtig, die Zertifizierung nach ISO 9001 und nach 14000. Das sind einfach die Auszeichnungen, die ganz wichtig sind, die internationalen Standards haben. Und wenn man die hat, dann kann man international agieren, bekommt Fördergelder, kann mit Staaten zusammenarbeiten und so weiter. Und natürlich letztes Jahr den dritten Golden Chariot. Ich kann euch versichern, der nächste steht schon in den Startlöchern in Brasilien, ist er bereits wieder nominiert für den vierten Golden Chariot, das heißt für den vierten Oscar im Transportwesen. Also im Moment fast konkurrenzlos diese Technologie. Und wer schon länger dabei ist, der wird wahrscheinlich meine Begeisterung verstehen und auch unterstützen. Natürlich hat man sich auch den Namen sichern lassen im WIPO, in der Markenregistrierung, und auch dieses Symbol hier ist ja auch wichtig. Die Fahrzeuge werden ja alle das Symbol tragen. Und ganz, 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 ganz wichtig, das hat eingeschlagen wie eine Bombe, als es hieß, wir haben die Zertifizierung in Deutschland durchgeführt vom TÜV Thüringen. Und was sagen die beim TÜV Thüringen? Sie garantieren, dass Skyway mit allem Drum und Dran funktioniert und das nach dem pedantischen deutschen Standard. Und wer will, kann es hier nachvollziehen. Bitte tut den armen Leuten den Gefallen und ruft nicht an, weil das haben schon einige gemacht und es wurde ihnen auch am Telefon bestätigt. Aber die Leute müssen ja auch was arbeiten, die wollen nicht eure Fragen beantworten. Aber hier gibt es beim TÜV Thüringen einfach die Möglichkeit, es nachzulesen, und glaubt es, ich habe es überprüft. Also ihr findet alles hier in Englisch und ihr findet es auch auf der Unitsky-Seite. So, was ist Skyway? Skyway ist eine ganz neuartige, innovative Transporttechnologie, die nur eines mit der Seilbahn oder mit anderen Bahnen gemeinsam hat, nämlich dass sie auf der zweiten Ebene sich bewegt, in einer Höhe von 2 bis 100 Metern möglich, in verschiedenen Schienenstrukturen, hier die starre Konstruktion, hier etwas die filigranere, leichte Konstruktion, hier zum Beispiel ein Hafenbereich. In der starren Konstruktion kann man sogar noch Strom, Internet, Leitungen und so weiter mit integrieren. Also auch da hochinnovativ, Vorteil im Vergleich zu allen anderen. Also es gibt hier noch viel, viel mehr Vorteile, die werden wir dann bei der Technologie kennenlernen. So. Die Schwerpunkte sind natürlich Verkehrssicherheit. Wir kennen ja das Thema, verstopfte Straßen, jeden Tag Staus ohne Ende, bedingt durch Unfälle und so weiter. Hier mit Skyway kann das nicht passieren. Es gibt keine Kreuzungen, ja? Es gibt keinen Unfall oder keine Unfallgefahr, weil alles automatisch gesteuert ist. Werden wir noch sehen. Es bewegt sich auf der zweiten Ebene. Hier unten stört es niemanden, wenn hier oben die Bahn drüber fährt. Keine Selbstmordgefahr, ne? Da müssen Sie schon erstmal hier hochklettern, um hier runterzuspringen. Und wenn Sie es wirklich schaffen, ja, da gibt es leichtere Möglichkeiten, dann wird es keinen Schaffner geben, der einen Schock bekommt. Das nebenbei bemerkt. Dann keine Gefahr bei Überschwemmung, spielt überhaupt keine Rolle. Wir fahren ja oben drüber bei Stürmen und Erdbeben, Erdbebensicherheit bis in die höchste Stufe. Ja, das ist richtig. Die Technik wurde ja vom Unternehmen selbst letztes Jahr schon zertifiziert. ISO ist das Unternehmen. Das ist richtig. Aber bitte hier keine Diskussionen. Also, wie gesagt, Erdbebensicherheit bis zur Endstufe, Terror ist auch relativ weit ausgeschlossen. Natürlich gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit. Warum? Weil natürlich immer irgendwelche Wege gefunden werden, wenn man es will. Aber beim Terror wird es auch sehr schwierig, weil die Schiene nicht aus einem Material besteht, sondern aus einer Vielzahl von Materialien. Und dann haben wir noch die Umweltfreundlichkeit. Ja? Umweltfreundlichkeit ist der wichtigste Aspekt für uns Menschen. Wir sollten wirklich endlich mal etwas für unsere Erde tun. Ja, keine staubbildenden, umweltschädlichen Erdaushübe bzw. Erdaufschüttungen.
Jetzt schaut euch das mal an in Ländern, wo viel Wüste ist, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und so weiter. Wenn man hier das bisschen Erde auch noch zupflastert, wo Grünes ist, ja, mit Straßenbau, dann gibt es überhaupt keinen Lebensraum mehr. Hier kann natürlich Skyway ganz, ganz entscheidende Vorteile bieten. Keine Störungen für Tierwanderung, keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, diese paar Pfeiler brauchen nicht viel Platz. Kein Abgas, Reifenabrieb und so weiter. Und vor allen Dingen ganz, ganz niedriger Energiebedarf, denn Energie ist kostbar, Energie muss geschaffen werden. Und wenn wir einen niedrigen Bedarf haben, dann brauchen wir auch hier nicht so an die Ressourcen gehen. Komfortabel ist das Ganze insbesondere, weil es automatisch gesteuert ist, ein ganz anderes System ist, nämlich kurze Wartezeiten Tür zu Tür und hohe Ebenheit der Fahrbahn. Das werden wir uns dann bei der Schiene nochmal anschauen. Aber das Allerwichtigste, und da sind wir uns einig, was hilft die umweltfreundlichste Technologie, wenn sie nicht bezahlbar ist? Der Vorteil und der wirklich der größte Vorteil bei Skyway liegt auch vor allen Dingen noch in den Kosten neben der Umweltfreundlichkeit. Nämlich, wir haben hier die niedrigsten Baukosten und die niedrigsten Betriebskosten. Und wenn wir uns hier nur die Spalten anschauen, im Verhältnis, weil viele sagen, naja, die Magnetbahn hat sich auch nicht durchgesetzt. Abgesehen, dass sie strahlt, ja, und nicht schön ausschaut, das nebenbei noch, schaut euch mal hier den Kostenfaktor an. 18-fach, 30-fach. Also es ist extrem. Aber selbst wenn es nur doppelt so ist wie bei der Eisenbahn, es ist ein Unterschied, ob es 10 oder 100 Milliarden kostet, denn wir reden hier von Milliarden, oder ob es 200, also das Doppelte, ja, 100 oder 200 Milliarden oder 10 oder 20 Milliarden. Ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied. Warum? Wenig Flächenbedarf, geringe Kosten für Erdarbeiten und geringer Bedarf an Stahl. Wenn man im Vergleich die Eisenbahnschiene anschaut, die ist ja komplett aus Stahl. Bei Skyway werden wir gleich sehen, ist das anders. Dann kommen wir zu den Betriebskosten. Es ist allwettertauglich. Es gibt kein Wetter, wo Skyway nicht fahren kann. Ob es glatt ist, ob es schneeverweht ist, ob es stürmt, spielt keine Rolle. Niedrigster Kraftstoffverbrauch, automatische Steuerung, also kein Personal notwendig. Und hohe Geschwindigkeiten. Wer hat das noch nicht gehört? Zeit ist Geld. Ganz besonders im Transportwesen ist wirklich Zeit Geld. Ja, Personal kostet Geld und so weiter. Und all diese Faktoren führen natürlich zu einer hohen Rentabilität, zu schnellen Amortisationen. Man spricht im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Jahren. In besten Fällen hat man auch kürzere Linien, zum Beispiel ein Projekt mit 1,5 Jahren. In schlechteren Fällen kann es auch mal 10 Jahren dauern. Nur wenn natürlich bei schwach frequentierten Strecken. Wenn man natürlich den Vergleich zu anderen Strecken anschaut, wie zum Beispiel in Weißrussland, das dann statt 10 Jahren 50 Jahre hat, dann sieht man schon, das ist einfach ein gewaltiger Unterschied. So, jetzt schauen wir uns kurz die Technologie an. Wie gesagt, das ist eher dem Stanislav sein Bereich, aber die Basis hier ist unsere innovative Schiene. Mittlerweile sieht sie eher so aus, weil man hier diesen String, das heißt ein Bündel extrem vorgespannter Stahldrähte noch verdreht hat, um dadurch noch eine stärkere Haltbarkeit und Festigkeit zu erreichen. Das haben sie halt herausgefunden, ich bin kein Techniker. Fakt ist, diese Information kam eben, nachdem im Ökopark die ersten Tests festgestellt wurden. Dann hat man hier eben das Ganze noch mit Maschinen verdreht, dass es jetzt so aussieht. Und dadurch kann man noch viel mehr Belastung erreichen. Aber grundsätzlich, hier haben wir diese Spannung, wie bei einer Gitarrensaite, die ja auch viel haltbarer und viel belastbarer ist, wie wenn sie beweglich ist oder auch in der Hand so locker ist. Hier durch die Spannung ist es viel stärker zu belasten. Das Ganze ist umgeben mit einem Befestigungselement und dieses ist wiederum eingebaut hier im Schienenkörper. Und diese Zwischenräume, und da sieht man jetzt ganz deutlich, dass es weniger Stahl ist, diese Zwischenräume werden mit einem speziellen Beton, der eine spezielle Körnung enthält, aber auch eine Substanz enthält, die das Rosten verhindert. Ja, weil Stahl rostet ja normalerweise, aber diese Substanz verhindert eben das Rosten der Schiene. Ist ein Geheimnis, ich bin hier kein Spezialist. Und so spricht man davon, dass eben dieser Schienenkörper oder diese Schiene bis zu 100 Jahre oder Einzelfällen vielleicht gar noch länger haltbar ist.
Und hier oben, man sieht auch diese breite Auflagefläche, wo diese motorisierten Räder dann fahren, die ist auch wesentlich breiter, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. So, mittlerweile weiß man, und das ist jetzt wirklich entscheidend, kommen wir nämlich heute nochmal zu dem Thema. Junitzki ist ja in der Weiterentwicklung, hat mittlerweile festgestellt, dass man zum Beispiel mit Carbonfaser, Kevlar oder Kohlefaserkunststoffen, was auch immer, Nanomaterialien, diese Stahlseile auswechseln könnte und eben mit diesen Kunststoffen, sage ich jetzt mal, auch diese Vorspannung erreichen kann. Vorteil ist, diese Stoffe sind wesentlich leichter, dadurch hängt die Schiene vom Grundsatz her nicht so stark durch und muss auch nicht so extrem gespannt werden, haben zudem noch die positive Auswirkung, dass sie eine wesentlich höhere Zugbelastung aushalten. Wesentlich höhere Zugbelastung bedeutet, dass man auch höhere Distanzen erreichen kann. Dass man vielleicht nicht alle, was weiß ich, 50 oder 100 Meter oder einen halben Kilometer, sondern dass man auch über mehrere Kilometer die Pfeiler hat, wo man einfach diese Seile dann oder diese Schiene spannt. Und somit kann man zum Beispiel über Berge drüber, über Wasser drüber wesentlich größere Distanzen erreichen. Und hier so eine Strecke, so eine Leichtlaufstrecke wird auch im Ökotechnopark entstehen und wenn es gut geht, beim Ökofest schon zu sehen sein. Also hier auch ständige Weiterentwicklung. So, dann gibt es drei verschiedene Schienenmodelle. Die flexible, also die flexible hier kann man die Gravitation ausnutzen und von A nach B mit ja, fast null, ganz, ganz wenig Kilowatt Strom von A nach B fahren, weil runter geht es von alleine, nach oben bremst von alleine, man kann das genau berechnen. Oder hier die halbstarre Konstruktion hier für die Leichtlaufstrecken, für Unibus und kleine Unibikes. Oder eben dann die starre Konstruktion. Hier kann man unten natürlich die kleineren Fahrzeuge fahren lassen und oben dann die schweren, entweder Frachtfahrzeuge oder natürlich die Highspeed-Bahnen. Und hier sieht man auch, in dieser Rohre kann man dann auch noch Leitungen mit verlegen. Das geht also nur bei den starren Konstruktionen. So, dann schauen wir uns noch das spezielle Motorrad an, das Baby von Junitzki. Das wird auch nicht aus der Hand geben. So, hier haben wir einen weiteren Vorteil, warum wir so energieeffizient fahren können, weil es gibt kein Getriebe, es sind Elektromotoren, die ja sowieso am effizientesten sind, fast, was weiß ich, 99 oder mehr Prozent Effizienz, auch selbst wenn es ein paar Prozent weniger sind, im Vergleich zum Auto auf alle Fälle fast 100%. So, das heißt, kein Verlust durch Getriebe und was auch immer so im motorisierten Bereich ist, weil das Getriebe fällt weg, die Motorisierung ist in jedem einzelnen Rad. Dann haben wir eine breite Auflagefläche, mit wenig Rollwiderstand, leichtes Laufen an der Seite. Dieses Leichtlaufrad hier sorgt dafür auf beiden Seiten, dass es nicht entgleist. Im Gegensatz eben zum zum Eisenbahnrad. Das liegt hier nur punktuell auf, nicht flach wie hier beim Skyway-Rad. Was erstens mal natürlich nicht so ein schönes Laufverhalten ist, aber was noch viel schlimmer ist, es ist eine punktuelle Belastung auf der Schiene und somit viel mehr Druck auf einem kleinen Punkt, nämlich wir haben hier 1000 Megapascal im Vergleich zum Skyway-Rad, hier sprechen wir etwa von 200 Megapascal. So, wenn man natürlich weiß, dass ab 500 Megapascal bei Stahl der Verschleiß beginnt, dann sind wir hier natürlich mit 200 beim Skyway-Rad wesentlich besser dran wie mit 1000 bei der Eisenbahnschiene. Und hier spricht man eben davon, dass eben der Verschleiß im schlimmsten Fall, zum Beispiel bei vielbefahrenen Strecken, dass die Schienen jährlich erneuert werden müssen, in besseren Fällen oder in den besten Fällen alle 10 Jahre. Also trotz allem, selbst im besten Fall sprechen wir 10 bzw. 100 Jahre. Also hier sieht man schon die riesigen Vorteile von Skyway im Kosten- und im Effizienzbereich. Natürlich kommt noch der Windwiderstand dazu, wenn sich ein Fahrzeug bewegt und der Windwiderstand, je mehr Windwiderstand, desto höher ist natürlich der Bedarf an Energie, um dagegen zu wirken. Und man hat hier einen Tunneltest eben festgestellt, dass diese Form hier die effizienteste ist
Und wenn man das Ganze dann noch oben auf der zweiten Ebene hat, wie bei Skyway, sodass man hier diese turbulenten Strömungen, diese Verwirbelungen in den Zwischenraum nicht hat, dann hat man nur ein Viertel an Energiebedarf, zum Beispiel zu der eigentlich schon sehr effizient fahrenden Intercity-Bahn. Also auch hier ein Viertel weniger Energie allein dadurch, ich meine, das summiert sich natürlich, ja. Dann kommt dazu, die Fahrzeuge selber müssen nicht eine schwere Bauweise haben. Erstens mal keine Getriebe. Zweitens mal haben sie so Abstandsmessungsgeräte wie Nocturne, Stereokamera und so weiter. Wenn jetzt wirklich ein Fahrzeug vorne sich verlangsamt oder man kommt sich zu nahe, dann bremst das folgende automatisch. Das ist alles automatisch gesteuert und somit wird auch dieses Auffahren oder diese Auffahrgefahr verhindert und man braucht hier nicht entsprechend hier Polsterungen als Schutz einbauen. Und weniger Gewicht ist natürlich auch wieder energieeffizient. So, das zur Technik, so im Schnellverfahren. Wer sich näher dafür interessiert, natürlich immer gerne, wenn unser Stanislav das erklärt. So, wo liegen die Anwendungsgebiete im Bereich bei Skyway und welche Verkehrsmittel gibt es? Anwendungsbereiche kann man sagen, grundsätzlich jeder Bereich. Aber es gibt tatsächlich im Moment Schwerpunkte. Die Schwerpunkte sind die sogenannten Lücken, wo andere Transportsysteme Probleme haben. Das ist einerseits die Schifffahrtsindustrie, die haben ja einen speziellen Hafen und eine spezielle Technologie, wo also auch auf den, wie soll ich sagen, bei den Fabriken schon beladen werden kann, auf der Schiene, aufs Meer hinaus, aufs Schiff verladen wird und so weiter. Ein ganz spezielles System, das ich jetzt hier nicht im Detail eben erwähnen möchte. Fakt ist, dass die Häfen bis 15 bis 20 Kilometer von der Küste entfernt liegen können. Somit können die Strände wieder zurückgegeben werden den Menschen und der Hafen ist im Meer. Gütertransport ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema auch in Australien, aber auch in gebirgigen Regionen oder in Regionen wie, ich sage jetzt mal, Südamerika, wo Lithiumvorkommen in den Gebirgen ist, wo Baumstämme in den Gebirgen sind, wo Erze in den Gebirgen sind, die man bisher nicht abtragen konnte und wo Skyway wirklich das Bruttosozialprodukt um ein Vielfaches verbessern kann, alleine durch die Möglichkeit, dass sie eben in Steigungsmöglichkeit haben, 30%, Zielsetzung soll sogar noch viel, viel höher sein. Auch für die Erdölindustrie wird es mal eine Möglichkeit sein, jetzt in der Anfangszeit noch nicht, aber später. Darum, es ist multipel nutzbar, diese Schiene. Es können dort alle Fahrzeuge fahren, ob Fracht, ob Personen, ob flüssige Fracht, wie Öl oder Gas, das dann in so spezielle Kapseln verpackt wird. Und vor allen Dingen bei jedem Wetter und in jede Richtung. Also nicht wieder bei der Pipeline, nur in eine Richtung. So. Hier fragt nochmal das allerwichtigste Thema jetzt im Skyway-Bereich. Warum? Weil es die schnellste Amortisation hat, weil es am schnellsten eben sich lohnt, das Ganze zu nutzen. Und sind wir mal ganz ehrlich, weil wir am schnellsten und am größten uns freuen, wenn mal die LKWs von der Straße wegkommen. Und gerade in Bereichen, wo der Platz eng ist, wenn da noch LKWs da sind, vielleicht in Gebirgsregionen, dann ist man wirklich froh, wenn es andere Lösungen gibt. Oder eben bei weiten Strecken wie in Australien ist es natürlich auch ein riesiges Thema. Und dort ist es, kann ich euch verraten, wirklich schon Tagesgespräch. Hat mir letzte Woche einer bestätigt, der aus Australien einen Bericht abgegeben hat, wo ich dabei war. So, interessant ist auch die Geschwindigkeit bis 120 Stundenkilometern, schon mal nicht uninteressant. Tragfähigkeit dieser Stahlkonstruktion bis 100.000 Tonnen. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Fahrzeuge aneinander gehangen werden können und was die Schiene dann an Belastung aushält. Beförderungsstrecke bis zu 10.000 Kilometer am Stück, auch das ist natürlich einzigartig. Ja? Das kann man mit diesen Akkus erreichen und somit natürlich eine extrem hohe Beförderungsleistung. Ja, dann gibt es natürlich auch die Kurzstrecken bis 200 Kilometer mit geringerer Belastung. Das sind ja auch Hängemodule. Deshalb nur in Anführungszeichen 5 Tonnen und auch eine geringere Geschwindigkeit bei 40 Stundenkilometer. Dann gibt es noch die Verkehrsindustrie im Personenverkehr. Natürlich wird Highspeed ein Thema werden, aber sicherlich nicht der Start. Im Startbereich sprechen wir vom Smart City Konzept. In vielen Ländern wie in Australien, in Indien ein ganz großes Thema.
aber sicherlich auch noch in anderen, ich habe auch schon gehört, Kasachstan, und es gibt noch mehrere, wo auch dieses Smart Cities ein großes Thema ist, in Verbindung vielleicht mit Regionalverkehr. Hier eben Höchstgeschwindigkeit von 150 bis 200 Kilometer, kommt natürlich auch darauf an, auf die Distanz und was weiß ich. Und interessant, im Stadtverkehr 25.000 Fahrgäste pro Stunde. Warum ist das möglich? Weil einfach im 2-Sekunden-Takt die Fahrzeuge fahren können, bei Bedarf. Wenn kein Bedarf ist, fahren halt weniger, weil die richten sich einfach danach, sind Personen da, fahren sie, sind keine da, fahren sie nicht. Und was wir hier auch interessant sehen können, von der Energieeffizienz her, würde man diesen Strom produzieren mit Generatoren, bräuchte man für 100 Personenkilometer, das heißt 100 Personen beladen, 100 Kilometern, eben immer, je nach Geschwindigkeit, ich sage es mal ganz krass, unter einer Liter Diesel, um den Strom zu erzeugen. Und das ist wirklich einzigartig. So, dann gibt es natürlich noch den Anwendungsbereich Tourismus und Freizeit. Da gehe ich jetzt mal gut drauf ein. Ja, das heißt, man könnte das nutzen für Freizeitparks, für Touristenstrecken wie hier entlang und so weiter. Und zukünftig soll es auch mal das Auto werden für uns, wenn das Ganze ausgebaut ist. Aber im Moment ist es Tourismusbereich. Warum betone ich das heute so? Weil ich in den News hierzu eine Kleinigkeit habe, ja? Was hier ein Thema werden könnte. So, dann gibt es natürlich hier die unterschiedlichsten Bahnhofslösungen. Und hier sieht man auch schon wieder, ob hier oder hier, dass bei vielen Bahnhofslösungen die Natur mit eingebunden ist. Hier sogar auf den, sage ich mal, Balkonen. Das ist ein Hafenbereich. Hier natürlich in der Stadt. Und hier gibt es natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Hier nochmal die Vision. Wie soll die zukünftige Stadt aussehen? Diese Türme, oben drüber der Transport und unten soll die Erde wieder den Menschen gehören. Natürlich wird es immer in irgendeiner Form vielleicht Verkehrswege auch geben, aber es wäre doch herrlich, wenn wir nur Fahrräder fahren würden und hier oben sich eben andere Möglichkeiten ergeben. So, dann schauen wir uns nochmal den Ökotechnopark an. Der Ökotechnopark ist in Marianne Gorka. Das ist 70 Kilometer in der Nähe von Minsk ungefähr. Und dort ist der Bereich, wo also den Ländern gezeigt wird, was Skyway bedeutet. Man hat dort verschiedene Strecken. Hier die Prachttrasse, die auch schon fast fertig ist, noch nicht ganz, aber fast. Dann hat man hier die Leichtlaufstrecke und hier soll scheinbar noch eine neue entstehen. Da komme ich heute noch dazu. Und hier die Schnellstrecke, die hat man ursprünglich geplant bis 22 Kilometer, musste leider wegen einem Naturschutzgebiet oder Bäumen, die angeblich geschützt sind und ein paar Vögeln weichen. Die Frage ist manchmal, ist es das wert? Ist es, naja, ich sag's mal nicht. Fakt ist, ich glaube, dass es manchmal besser wäre, ein paar Bäume zu beseitigen und solche Ideen zu unterstützen. Das würde vielleicht der Umwelt mehr nützen. Aber gut, es ist, wie es ist. Diese Highspeed-Strecke soll in ein regionales Bauprojekt jetzt eingebaut werden. Und ich sage euch eins, das wird wahrscheinlich sogar billiger wie hier, weil dort gibt es keinen Sumpf und so weiter. So, dann haben wir hier die einzelnen Entwicklungsetappen. Und zwar bei den Entwicklungsetappen möchte ich jetzt kurz was erwähnen, weil es immer wieder mal in Foren und so gesprochen wird über diesen Lebend, ja, der angeblich, ja, Skyway finanziell unterstützt hat und er lebt ja nicht mehr, er ist ja schon 1999 abgestürzt bei einem Hubschrauberabsturz. Jawohl, das stimmt. Aber trotzdem hatte das Projekt in der Anfangszeit mit einigen Kleingeld, nämlich im Millionenbereich, unterstützt, genauso wie Terry Hinn. Denn es gab ja bereits 99 bis 2000 wurde ja dann das Ursprungsprojekt 2001 zerstört. Aber es gab ja vorher schon Arbeiten. Das Projekt ist ja schon 77 gestartet mit der Entwicklung und da hat man natürlich entsprechende Tests gemacht und da brauchte man auch schon Geld und da hat er das eben dann schon unterstützt mit seinen finanziellen Möglichkeiten, genauso wie dieser
Terrific. Also Leben hat definitiv hier schon mit Geld unterstützt. 2014 hat man, nachdem man anderweitig nicht weiterkam, dann eine Entscheidung getroffen, das Ganze über Crowdfunding zu finanzieren. Am Anfang das Design entwickelt. 2015 ist man dann gestartet mit den Rodungsarbeiten im Ökotechnopark. 2016 begann dann die Demonstration mit der InnoTrans und die Zertifizierung. Jetzt kommen wir dazu, die Zertifizierung der Fahrzeuge. Mit der Firma in St. Petersburg komme ich gleich noch dazu. Und 2017 kamen dann die ersten Verträge, die Markteinführung. Und dieses Jahr, 2018, sind wir im Baujahr. Definitiv. So, wie gesagt, die Vermarktung 2016 mit der InnoTrans, der Knackpunkt bei mir, warum ich gesagt habe, jawohl, ich werde meine Zeit dem Projekt mitgeben, ich werde das Ganze unterstützen. Ich habe auch drei Kinder und ich muss sagen, ich will denen die Umwelt erhalten und ich bin einfach überzeugt von dieser Technologie, insbesondere nach dem Gespräch mit Rotthub, der damals so begeistert war, dass ich sagte, jawohl, das kann nur gut sein. So, dann folgten natürlich 2016 einige Messen, 2017 einige Messen, gehe ich jetzt nicht mehr im Detail ein, woraus natürlich auch Ergebnisse resultierten. Dann dieses Jahr die Messe in Thailand und ganz aktuell komme ich dann noch dazu, haben wir auch wieder eine Messe in Jakarta. Ja, Jakarta und kurz danach in Dubai eine ganz wichtige Messe. Hier, Jakarta, diese Messe wurde jetzt eröffnet. Das erste Video ist in YouTube. Ich werde es halt vielleicht zum Schluss dann nochmal abspielen lassen oder in Vimeo. Vimeo ist es. Also die Messe wurde eröffnet, eine ganz, ganz wichtige Messe, wo wir auch letztes Jahr waren und wo viele Kontakte entstanden sind. Und der Ursprung des ganzen Projektes in Indonesien entstanden ist. Diese Future Cities Show ist so wichtig, dass Unity selbst dabei sein wird. Und ich bin gespannt, was danach sollen die absoluten Hammer-News kommen. Also von Mitte April, da wird es wichtig, da wird es richtig spannend. Und dann natürlich Singapur und dieses Jahr wieder die InnoTrans in Berlin. So, die wichtigsten Unterstützer sind aus der Slowakei entstanden, dieser Allah und der Abdul aus dem arabischen Bereich, Dalai Lama für Mongolien und Indien natürlich und dann auch auf der Indonesien-Messe der Mr. Chang für Südkorea. Und auf dieser Indonesien-Messe möchte ich jetzt noch mal kurz was sagen. Da ist auch die Empfehlung entstanden, dass Junitski sich eintragen lassen soll in diesem wichtigen Register in Brüssel, wo er ja mittlerweile auch dabei ist. Kommen wir wahrscheinlich noch mal kurz dazu. Oder auch nicht, wenn ich es letzte Mal schon erwähnt habe. Natürlich wichtig auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen, man muss ja Studenten nachbilden. Ich kann ja, wenn ich was Neues auf den Markt bringe, brauche ich ja Leute, die das auch können. Und deshalb ist die Zusammenarbeit mit dieser Moskauer Hochschule ganz, ganz wichtig, die 2006 ja noch behauptet hat, nach zu kurzer Prüfung, dass es nicht funktionieren kann. Aber auch natürlich weißrussische Universitäten sind dabei. Und das Ganze ist so spektakulär, dass sie dann auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise den Vertrag für die Zusammenarbeit unterschrieben haben, nämlich letztes Jahr in Moskau auf der Messe im 14 Pers oder 18 Personen Fahrzeug Unicar. So, wir haben natürlich auch eine Begutachtung gemacht und das Ganze noch abgesegnet. So, dann gibt es natürlich schon zahlreiche Verträge, gehe nicht mehr ins Detail, in Australien. Da geht es eben Schwerpunkt um Fracht, aber auch Smart Cities und die Universität in Flinders. Dann in Indien das erste große Projekt in Jharkhand, Dharamshala im Bereich von Dalai Lama. Da wird Junitski ja demnächst wieder rüberfahren, um Nägel mit Köpfen zu machen. Dann haben wir das ganz, ganz große Projekt auch. Ich will ja nicht sagen, dass es größer ist wie Indien, weil das wäre ja gelogen. Indien ist ja so ein Riesenherd, so ein Riesenprojekt wird da draus entstehen. Aber jetzt sind wir halt erstmal in den Anfangsschuhen. Indonesien wird das zweite größte oder da haben wir auch noch eine Tochtergesellschaft, die Skyway Indonesia.
die eben unterstütze. Das wird auch ein ganz, ganz großes Projekt. Hafenmodul, Golden Village und so weiter. Jetzt schon Projekte im Wert von 42,5 Milliarden und über 4000 Kilometern. So, dann natürlich das große Geheimnis, das wir gerne gelüftet hätten. Was ist in den Emiraten los? Ja, wir haben mal gehört, es geht um Hafeninfrastruktur. Es muss hier wirklich um was Großes gehen, aber wir wissen nichts. Und ich denke, das Geheimnis wird dann Mitte April gelüftet. Erst wenn alles unter Dach und Fach ist, dann kriegen wir die Informationen. Auch in Russland, Tscheljabinsk war ja jetzt wieder vertreten in Verhandlungen. Habe ich heute nicht die neuesten News mit drinnen, aber ich kann euch verraten, da war eine Delegation aus dem Ural eben im Ökotechnopark, ganz brandneu die Informationen. Auch ein großes Thema, auch Irkutsk, Russland, Schakarowsk und was immer noch so alles ist. Aber das sind definitiv die Projekte, die in zweiter Reihe stehen, denn es geht nicht alles auf einmal, weil dort einfach die Gegebenheiten nicht so positiv sind wie zum Beispiel in Indien und Indonesien. Dann haben wir noch in Weißrussland ein Projekt, Mogilew Fluss Dnepr. Und ja, die Medien schreiben viel über Skyway. Komischerweise hören viele dann nur, wenn einmal ein Bericht nicht so schön ist. Die Medien können viel schreiben, das ist alles auch Auslegungssache. Fakt ist, das sind alles die Massen an positiven Medienberichten. Und ich kann euch versichern, das ist nur ein Bruchteil, weil mehr bringe ich nicht auf die Folie. Dann haben wir auch einiges in Film und Fernsehen. Neuestes Jahr wieder, auch nicht da drauf. Wieder in Indonesien. Wir haben zahlreiche eben Informationen hier, auch in Rundfunk und Fernsehen. So, Zertifizierung hat man mich eben korrigiert. 9001 spielt keine Rolle. Fakt ist, der Thüringen hat bestätigt, dass der ganze Ablauf funktioniert. Und die ganze Technik, ja, das wurde einerseits auch hier abgesegnet, andererseits natürlich vom Forschungs- und Bildungszentrum, die ja das ganze Jahr die Fahrzeuge getestet haben und so weiter. Und auch das Ende letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass die entsprechenden Fahrzeuge, die getestet wurden, die Prüfung bestanden haben. Und das hier, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail. Also das betrifft den gesamten Ökopark mit allem drumherum. So, die wichtigsten News. Einiges kennen wir, wenn wir regelmäßig im Backoffice mitlesen. Die sieben Objekte von Skyway wurden im staatlichen Immobilienregister eingetragen. Hier haben wir die Dokumente. Geht um Verkehrsanlagen, Wirtschaftsgebäude, Ausstellungsmuster und so weiter. Im Prinzip alles abgesichert. So, da haben wir es. Skyway im Internationalen Verband für öffentlichen Personennahverkehr. Und zwar ist Member of the International Association of Public Transport since, also 13. February 2018 with Membership Number bla bla. Ja? Und da geht es um Brüssel. Ja? Also, das heißt, dort ist Skyway eingetragen. Das ist wichtig, um Unterstützung zu bekommen, Zugang zu qualifizierten Expertisen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs. Dann man bekommt Beratungen, Zugang zu den größten Online-Fachbibliothek und. Ja? Also ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dieser Rat und diese Unterstützung ist entstanden eben letztes Jahr auf der Indonesien-Messe. So. Dann war vor kurzem eine repräsentative Delegation aus Kasachstan wieder im Ökotechnopark. Und zwar ging es darum, die Delegation war aus Almaty, das muss die größte Stadt in Kasachstan sein. Es geht hier darum, dass hier die Straßenbahn ausgetauscht werden soll in ein neues Verkehrssystem und um die Möglichkeit der Realisierung von weiteren adressierten Projekten von der Metrostation Kalkaman in die Stadt Kaskalen, wo immer das auch ist. Also wichtig ist nur, und es soll weitere perspektivreiche Möglichkeiten geben. Wir wissen ja eh schon, dass Kasachstan wie ein Riesenplan da ist, eben von der Seidenstraße her. Ich weiß nicht, ob das hier integriert ist, aber wir sehen Kasachstan ein riesiges, riesiges Land,
ein ganz, ganz großes Thema auch für Skyway. So, und wer es noch nicht mitbekommen hat, in Europa macht sich Skyway auch immer, immer mehr breit. Nämlich in Italien ist Skyway im Tagesgespräch, Skyway im Fernsehen, RTV Reggio Calabria. Also, woher habe ich die Information? Die Information habe ich bekommen von meinem italienischen Partner, der dort sehr aktiv ist, und er informiert mich immer, Nino. Er hat auch hier diese beiden Zusammenstellungen gemacht, wen es interessiert. Ich habe sie auch bei uns mal in die Gruppen gestellt. Hochinteressant. Es geht in Kalabrien meines Wissens um eine Brücke und in Mailand um etwas ganz Großes. Hier wurde eine Absichtserklärung unterschrieben zwischen den beteiligten Managern, Politikern, Ingenieuren und anderen Fachleuten, und zwar ohne Junitzki wohlgemerkt. Es geht um die Umstrukturierung des Ex-Messegeländes Expo, und dort soll ein Smart City-Konzept errichtet werden. Gelder sind bereits vorhanden. Es muss nur noch die Skyway-Technologie integriert werden. Und da wird jetzt eine Delegation zusammengestellt, die dann in den Ökopark reisen und mit Junitzki hier Nägel mit Köpfen machen. Also ihr seht, da ist wirklich Großes im Entstehen. Ich habe gehört, Rom war auch interessiert. Das hat man im Moment abgelehnt und hat ihnen gesagt, sie haben im Moment einfach nicht das Potenzial und die Zeit dafür. Also ihr seht schon, spannend auf allen Linien. Hier noch ein Projekt in San Marino. Wer es vielleicht schon gelesen hat, da stand ja auch im Backoffice von uns eine repräsentative Delegation von Politikern und Wirtschaftsvertretern von San Marino in Italien, war eben vor Ort. Sie haben sich, hier ging es um die Einigung, um eine Trasse durch dicht besiedelte Regionen mit Servicebereichen wie Krankenhäusern, Universitäten und so weiter, und zur Erweiterung. Ja, okay, Nino hat schon Kommentar abgegeben. Zur Erweiterung von, oder zur, ich sage jetzt mal, Errichtung, zur Erreichbarkeit von neuen Gebieten, Territorien. Dann geht es um die Planung einer Verbindung vom Flughafen von dort zur nächsten italienischen Stadt Rimini. Könnte ich mir vorstellen, hochinteressant. Rimini kennt ja jeder, ist ja das Touristenzentrum schlechtweg in Italien. Also wir sehen hier auch dieses San Marino, ich habe es ja gar nicht so gekannt, ich gebe es ja zu, ich werde ja richtig gebildet, was Erdkunde anbelangt, durch Skyway. Das San Marino ist der kleinste Staat inmitten von Italien, mit nur 60 Quadratkilometern ungefähr und Gesamtlänge von 220 Kilometern auf der Straße. Also 80% der Fläche des Landes ist im Prinzip felsmassiv. Und genau da ist natürlich Skyway das ideale Projekt. Und hier gibt es eben auch schon Absichtsäußerungen, Treffen und so weiter. Also auch hier wurde schon im RTV San Marino darüber berichtet, dass man dieses Projekt innerhalb von 3 Jahren verwirklichen möchte, sofern die Staatsbürger zustimmen. Naja, gut, ich denke mal, das werden sie schon hinkriegen. So, dann ist einiges passiert in den Fertigungshallen. Da hat man 5 neue Maschinen gekauft. Ich sage jetzt mal nicht alle im Detail, wer das wissen möchte, das steht auch im Backoffice oder sicherlich auch in YouTube drinnen. So, aber was spannend ist, was ihr noch nicht kennt oder nicht jeder kennt, das sind sicherlich die News aus den russischen Webinaren. Und da haben wir heute ein bisschen was dabei. Also, die Muttergesellschaft, das heißt die GTI, bereitet ein ernstzunehmendes neues Produkt in Form des ultraleichten Skyway-Systems vor. Das heißt, es entsteht eine neue Leichttrasse mit den neuen Technologien. Ja? Und diese Leichttrasse ist eben nur geeignet für die Leichtmodule wie Unibike und Unibus. Aber natürlich hochinteressant für zum Beispiel Tourismus- und Freizeitstrecken. Ja? Und wir haben ja gehört, neue Materialien, und das ist eben so. Unitzki hat eben die Leichtgewichtsstrecke technisch optimiert und modernisiert und eben durch diesen Einbau von diesen neuen Faserstoffen. Und dadurch wird das Ganze um ein Mehrfaches
kostengünstiger durch diese neuen Materialien im Vergleich zu Stahl und man kann zudem auch noch höhere Geschwindigkeiten erreichen. Man spricht von Highspeed bis zu 600 Stundenkilometern. So, dann werden die neuen Arten von Unibussen vorbereitet und natürlich technisch entwickelt. Die Reichweite dieser Fahrzeuge wird mit der Entwicklung der neuen Module kontinuierlich verbessert und erweitert. Also man sieht eine ständige Weiterentwicklung, immer gibt es was Neues. Und dann kommt noch dazu, man entwickelt auch wieder ein neues Skyway-System für den Transport, und zwar 20 bis 40 Fuß. Also ich habe nachgeschaut, 20 Fuß sind etwas über 6 Meter und 40 Fuß sind etwas über 12 Meter. Ja, also praktisch 6 mal 12 Meter ungefähr haben die in Ausmaß mit einer Geschwindigkeit bis zu 150 Stundenkilometern. Also auch hier ständige Weiterentwicklung ist natürlich zwingend notwendig. So, und das Spannendste, was ich jetzt persönlich fand, wir haben ja schon gehört, ja, die Drohne kommt. Wir haben gehört, die Drohne soll gezeigt werden beim Ökofest. Es wird bestätigt. Junicki hat die Drohne entworfen mit einer Nutzlast von über einer Tonne und diese wird eben benötigt, damit man ohne Zufahrtswege zu den Baustellen kommen kann und alle Montagekomponenten mit dem geringsten Aufwand direkt liefern kann. Ganz besonders natürlich interessant in Gebirgen, ja? Und was schreibe ich hier? Einsatz der Drohnen in der Schweiz. Ja, dafür werden sie jetzt schon getestet. Man wird dort auf den Berggipfeln die Verankerungen anbringen. Und wie gesagt, die Drohne ist bereits in der Testung. Ja, und diese Versuche werden dann auch gefilmt und als Videoclips gezeigt. Also wenn das nicht was ist, also ich finde es unwahrscheinlich spannend, was hier kommt. Und in den Produktionsanlagen von Skyway, parallel zur Herstellung der Fahrzeuge und ihren Komponenten, läuft schon die professionelle integrierte Vorbereitung und Entwicklung der Robotertechnologiesysteme für die nachfolgende Automatisierung der Produktionen. Ja, es muss ja alles automatisiert werden, weil sonst können wir ja dieses Potenzial gar nicht erreichen. So, und ich habe es angedeutet, Schweiz. Schweiz war die Delegation im Ökotechnopark vor kurzem. Schweiz wird das Pilotprojekt werden für die Tokens. Das heißt, dieses Projekt, das damals besprochen wird, wird ein Projekt unter 10 Kilometern sein. Die Zuteilung des Grundbodens hat schon begonnen, die Projektierungen haben schon begonnen und finanziert wird es als Pilotprojekt über die Blockchain-Plattform und über den Token. Also das erste Projekt über den Token wird die Schweiz sein. So, und jetzt kommt der Hammer noch. Dieses Unternehmen ist ein Consulting-Unternehmen, das zugesichert hat, dass sie über mehrere Jahre mit Junitzki zusammenarbeiten wollen im Bereich der Schweiz mit der Zielsetzung des weiteren Ausbaus des Transportnetzes in der Schweiz und über deren Grenzen hinaus, auch nach Italien, Nino. Ja. Das ist unglaublich. Und jetzt geht's noch weiter. Diese Leute haben Kontakte nach Argentinien. Ja, das heißt, dort werden Folgeprojekte entstehen. In Argentinien hat dieses Unternehmen, das Sie kennen, die Lizenz zur Gewinnung von Lithiumsalzen. Also, es zieht sich in alle Richtungen. Dieses Projekt lässt sich gar nicht mehr aufhalten, was hier alles kommt. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile einig. So, zur Highspeed-Strecke, da gibt es ja schon so einige Spekulationen. Junitzki hat sich ja in dem Video schon geäußert. Er hat mehrere Angebote. Drei sind in der engeren Wahl mit der Highspeed-Strecke. So viel steht fest, es wird mit Sicherheit in warmen Gebieten sein. So viel steht fest, es wird sicher nicht wie in seinem Gebiet sein, wo er es ursprünglich errichten würde, dass sie Sümpfe haben, dass sie hier Schwierigkeiten zu bekämpfen haben. Ist wesentlich einfacher. Dort, wo es errichtet wird, die Strecke für das Unilot, so nennt man eben das Highspeed-Fahrzeug. Das Unilot wird dann erstmals gezeigt auf der InnoTrans in Berlin, ist bereits in der Fertigung und wird dort sicherlich für Aufsehen erregen, denn sowas gab es, glaube ich, dort noch nie, dass man ein Highspeed-Fahrzeug auf der InnoTrans zeigt. So, bis zum Start der Blockchain hieß es,
sind es nur noch wenige Tage. Warten wir es ab. Wir sollen dann Informationen bekommen, wie es weitergeht. Dann im Backoffice. Ich kann euch dazu leider noch nichts sagen. Sie haben auch am vergangenen Wochenende sich überhaupt nicht geäußert dazu. Einfach aus Sicherheitsgründen, dass nichts Falsches erzählt wird. Kommt dann im Backoffice, es wird dann Sondertrainings geben, sicher auch Sonderwebinars und so weiter. Es soll demnächst eine große Konferenz in Moskau stattfinden mit mehr als 10.000 Teilnehmern. Und, das habe ich angedeutet, Tourismus und Freizeit. Dr. Maslow flog direkt nach Prag, nach Florida in den USA, um sich dort mit zu mehreren Treffen mit Transportspezialisten für das große Disneyland zu treffen. Ich denke, das kennt jeder. Also auch hier Tourismus und Freizeit kann ich mir gut vorstellen, dass in Disneyland Unibike-Strecken errichtet werden. Vielleicht auch kleine Unibusse. Also das zum Thema Tourismus und Freizeit ist natürlich absolut eine coole Sache und Disneyland wird sich das nicht entgehen lassen. So, ja, wie sieht's aus mit den News? Ich habe es schon angedeutet, Unitski. Es wird bereits der Bericht mit den News vorbereitet. Die wissen alle was. Ich kann euch sagen, die waren am vergangenen Wochenende so drauf. Man hat diese Energie gespürt. Man hat gespürt, da ist irgendwas ganz, ganz Großes im Hintergrund. Und die wissen das. Aber sie dürfen nicht drüber sprechen. Und die Veröffentlichungen der News, sofern es machbar ist, ja. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, was man überhaupt sagen darf, um das ganze Projekt natürlich nicht zu gefährden. Aber sobald alles hieb- und stichfest ist, und das soll Mitte April, soll das Ganze dann veröffentlicht werden. So, noch ist ja Unitski eben unterwegs in den Emiraten, in den Indonesien, Malaysia, und es soll auch ein Besuch noch bei Dalai Lama geplant sein, eben, dass sie dort auch für Dharamshala Nägel mit Köpfen machen. Und der Abschluss der ganzen Reise soll eben am 9. bis 11. April sein mit der Messe dieser Future City Show. Und dort wird er persönlich vor Ort sein, weil das muss eine extreme Wichtigkeit haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Er war ja mittlerweile schon viermal drüben. Also da geht scheinbar irgendwas Hochinteressantes ab. Die Spannung wächst. Wir werden es erwarten können. So. Was ganz, ganz wichtig ist, auch für alle zu verstehen, wir betreten nun eine neue Phase des Projektes. Es geht jetzt nicht mehr nur um die Finanzierung des Öko-Technoparkes, sondern es geht jetzt um die Einführung von gezielten Investitionen in regionale Projekte, in spezifische Anlagen und damit auch in indirekte Investitionen in das Skyway-Projekt Öko-Technopark. Also, damit ihr das versteht, also wenn diese regionalen Bauprojekte zum Beispiel über Token finanziert werden und hier Überschüsse entstehen, dann könnt ihr euch ja mal ganz leise ausrechnen, wo die Überschüsse hinfließen. Und deshalb heißt es, werden wiederum die Übergänge der nächsten Etappen beschleunigt sein. Man muss sich darauf einstellen, dass unter Umständen das rucki-zucki passiert. Natürlich müssen Arbeiten erledigt werden, ja? Man muss immer wissen, von jeder Etappe sind gewisse Arbeiten zu tätigen. Aber Zertifizierung ist ja schon vorgezogen. Also es kann durchaus sein, dass die nächsten Etappen wesentlich schneller gehen. Und selbst wenn es nicht so ist, ja, ich kann euch eins sagen, dieses Skyway, das ist so ein Imperium, wird hier weltweit entstehen. Das lässt sich nicht mehr aufhalten. Und habt die Geduld, die notwendig ist. Es eilt nichts, investiert nur das, was ihr nicht braucht. Jeder muss es selber für sich entscheiden. Es ist nur mal ein Start-up und es ist etwas Neues, Innovatives. Es kann natürlich auch mal Hürden geben, man weiß es nie. Nur wir bewegen uns jetzt in eine ganz, ganz neue Phase hinein. Es kommen die regionalen Projekte, die entweder teilweise von Investoren finanziert werden oder teilweise eben über diesen neuen Weg, über die Blockchain und damit verbunden die Token. Und wir als die schon investiert sind, werden hier bevorrechtigt sein. So viel steht fest. So, und für einige der angestrebten Projekte wurden bereits Planungsarbeiten durchgeführt und sobald die Vorauszahlungen auf den Bankkonten eingegangen wird, wird entschieden, welches Projekt erstrangig ist oder welches zweitrangig ist.
Also, ihr seht, es ist mehr da und wir wissen es nicht. Ja? Also lassen wir uns überraschen. Wir werden nach und nach werden wir einiges wissen. Okay, Stanislav, ich werde es korrigieren. So, was ist noch? Das ist meiner Meinung nach auch wichtig. Infos aus dem russischen Webinar. Das Projekt wurde aufgrund des Prozesses gegen Junicki in Litauen dauert 3 Jahre verzögert. Wissen wir. Wir wissen auch hier, der Prozess wurde gewonnen. Und damals hieß es, Junicki überlegt, ob er dagegen mit einer Klage angeht. Und jetzt wurde es bestätigt. Skyway reicht nun Klage ein gegen die Anwaltschaft in Litauen. Diese Ansicht vertritt man auch in Zukunft. Das heißt, jede Organisation und jedes Unternehmen, das dem Projekt schaden wird, also wenn es wirklich größere Sachen wird, muss mit der Einreichung einer Klage rechnen. Also, er lässt sich jetzt nichts mehr gefallen. Er wird sich sicherlich nicht die Kleinigkeiten abgeben, aber wenn es größere Sachen sind, ja, die das Projekt wirklich schädigen könnten, ja, Angriffe, Lobbyisten, was auch immer, wird er dagegen angehen. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Sache, deshalb habe ich das eben mit eingebracht. Dann zum Abschluss nochmal der Hinweis aufs Ökofest. Es wird hier einiges zu sehen geben. Der Termin steht noch nicht, weil einfach hier noch einiges vorbereitet werden muss. Ursprünglich dieses Jahr 7.7. Das wird definitiv nicht der Termin sein. Wie hat man uns gesagt am vergangenen Wochenende? Es wird stattfinden ab Mitte Juli bis, man weiß nicht, auf alle Fälle vor der InnoTrans. Wir werden spätestens 90 Tage vorher erfahren. Frühestens ab 1. Mai. So viel wissen wir. Es gibt 4 konzeptuelle neue Tendenzen im Transportwesen. Wir haben ja schon gehört, eine neue Leichtlaufstrecke, das Highspeed-Fahrzeug wird kommen und so weiter. Lassen wir uns überraschen, dieses leichte Frachttransportsystem, denke ich mal, wird man vorstellen. Lassen wir uns überraschen, werden wir sicher in den nächsten Wochen noch einiges hören darüber. So, dann ist natürlich die InnoTrans in Berlin. Im September vom 18. bis 21. 21. ist ein Freitag. Ich denke, dort werden wahrscheinlich dann die meisten sein, einschließlich mir. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr seid jetzt anderer Meinung, dass ihr sagt, ja, man hört nichts mehr. Natürlich wird viel im Hintergrund gearbeitet, aber nicht alles kann man natürlich nach außen erzählen. Da muss man sich auch ein bisschen stützen, ganz besonders in dem Stadium, in dem sich heute